und herzlich willkommen zur neuen Mod-Vorstellung. Ja, Sanax hat natürlich auch seinen Volvo FH 2022 geupdatet für die 1.51 mit einem neuen Motor. Moment, das müsste, ich hoffe, der hier sein, der 460. Ja, genau, der richtige 460 PS Motor. Natürlich das Interieur ab dem mit dem Schatten, ne? Was in 1.51 gekommen ist, das ist auch noch mit am Start, dass ihr da Bescheid wisst, ne? So, wir machen natürlich jetzt zu. Ihr wollt nicht, dass jemand reinguckt und gucken noch mal ganz kurz drüber für die Leute, die es nicht wissen, was Phase ist, ne? Also 4x2, wir haben hier eine Erweiterung mit dem Tank, wir haben eine Midlift, wir haben eine Lenkachse mit dabei, Techlift, die auch lenkbar ist. Und 6x4 ist auch noch mit am Start. Wir bleiben natürlich bei der 4x2 erweitert. 460 haben wir schon gesagt. Da muss man sich dann anschauen. Wir haben Getriebe, haben wir dann hier die 12 Gänge oder dann mit Retarder, je nachdem, worauf ihr dann Bock habt. Müsst ihr dann noch gucken, geschützt. Müsst dann einfach schauen. Interieur sieht natürlich so aus: dynamisch, robust oder progressiv. Das ist so ein bisschen blau hier, warte mal. So. Das war halt, ne? Könnt ihr mal gucken. Gut, das zu dem. Farben, wir haben hier noch diesen Skin mit dabei. Heavy is easy Holleman. Ich glaube, den hatte ich letztes Mal noch nicht. Glaube ich nicht, meines Wissens. Wir haben aber ansonsten hier so Standard-Skins dabei hier. Die hatten wir letztes Mal schon mal gezeigt, die Volvo-Skins. Wobei ich diesen jetzt ganz cool finde, den lasse ich jetzt mal dran heute. Nur mal so zum Testen, ne? So, ansonsten habt ihr natürlich die Spoiler, die Aero-Variante. Nein, das wollen wir nicht. Da ist immer richtig, die Aero. Genau. Dann habt ihr hier hinten, wenn wir vorne Original oder Alu. Wir haben hier noch, jetzt bleibt, warte mal. LED-Leuchten. Wo sind die LED? Ach, die sind da oben, hier oben. Feuerlöscher oder sogar zwei. Je nachdem. Genau, und ihr habt auch noch Aero. Zusätzliche Beleuchtung. Nein. Da ist er mit Aero. Ach, das sehe ich schon, die Aero-Beleuchtung. Ach, da sind die Scheinwerfer hier unten. Ah, okay, passt schon, verstehe schon. Hier ist er, da ist er. Alles klar, sehen wir dann schon im Lichttest dann noch. Genau, Chrom, Original, Trittblech. Wir fangen heute von hinten an, sehe ich gerade, ne? LED und exklusiv Schwarz-LED. Gucken wir uns auch mal an. Hier sind noch zwei Slots übrig. Das heißt, ihr könnt, da sind sie, einmal links und einmal rechts. Ne? Arbeitsscheinwerfer. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Template oder Basic STS-Kennzeichen nehmen wir mit. Volvo nehmen wir mit. Lufttank nehmen wir mit. Das bleibt aber alles so original. Ansonsten lackiert Aluminium oder Stahltanks, das Ganze mit Schutz, mit Blinker, mit Retarder. Wenn ich das jetzt hier aber ran mache, was mal, flupp. Es ist ein bisschen versteckt, das Ganze. Und es wäre dann hier. Jetzt ist natürlich die Frage, es ist ja ein Mod. Und dieser tote Winkel, toten Sensorwinkelgedöns von STS wird jetzt hier nicht kompatibel sein. Kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen. Aber, oh, ne? Bluttank 100 Liter, das sollte reichen. Ja, Sensor. Weil. Muss man ausprobieren. Ne? Sensor Version 2. Sensor Version 2. Ne? Euro 6 Version 2. Nehmen wir den hier, oder? Ja, ne? Nehmen wir mit. Genau. Euro bleibt. Hier haben wir das. Das bleibt auch. Das lassen wir mal so. Mit Staukasten rechts, links. Haben wir eh schon. Dann sind wir hier oben. Lackiert lasse ich jetzt auch mal so. Hier gibt es auch noch die LED Skylight in Orange. Nehmen wir mal mit, gucken wir uns an. Ansonsten gibt es auch Standardfarben oder das auch nochmal lackiert hier das Ganze. Dann haben wir hier noch Holleman. Das ist in dem Fall passt zu dem Skin. Ansonsten Stop Look Drive, Clubrotor, hier Logo, 25 Jahre oder. Ne? Hier nochmal gelbe LEDs. Auch lackiert das Ganze. Nehmen wir, warte mal, ich lasse mal die schwarzen da. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ansonsten Baker Assault geht natürlich. Sieht das hier einfach anhand der Slots. Ansonsten Heilstab. Hier natürlich noch verschiedene Bügel. Die gehen aber dann nur. Die sind jetzt hier drunter. Die gehen aber nur, wenn er die Lampen wegmacht. Ne? Also die wir vorher angebaut haben. Ja. Genau. Ich lasse die jetzt heute mal weg. Aber nur, dass ich gesehen habe, dass das möglich ist. So, Leuchtkasten lassen wir. Das haben wir schon gemacht. Sonnenblende gibt es mit Firmenlogo. Hier Firmengedöns. FA16. Mit Chrom lackiert das Ganze. Oder schwarz, je nachdem. Spiegelhammer FA16 mit Sensor. Blub. Ich weiß gar nicht, mit lackiert mit Sensor. Gucken wir dann einfach mal. Hier kannst du dann auch noch Ding anbauen. Lolli, hätte ich jetzt was gesagt, da sind sie. Red Left. Nee, andersrum. Das sind aber falsch jetzt hier, warte mal. Mal gucken, die anderen gehen. Jetzt hier gehen. Weiß-Rot.
Genau. Ich glaube so, dass sie nicht so ganz passen. Original, weil die Halterung andersrum ist, ne? Keine anderen. Komisch. Oh gut. Ist wie sie ist. So, schwarz hier nochmal. Ansonsten hier mit Chrom, Frontmaske lackiert, unlackiert, mit Schwarz etc. pp. Kann man ja auch nochmal aussuchen. Genauso wie dieses Frontlogo hier oben oder in der Mitte in dem Fall. Genau, schwarz, da sieht man es eigentlich ganz gut. Oder man lässt es einfach komplett weg. Ne? Dann haben wir hier noch verschiedene Scheinwerferbügel, die ihr nutzen könnt in lackierter Form oder in Chrom oder Schwarz. Je nachdem. Könnt ihr euch hier anbauen. Genau, dann haben wir noch Zubehörslots für Scheinwerferbügel. Das sieht dann so aus. Ne? Da könnt ihr auch noch Lampen anbauen, wenn man möchte. Lasse ich jetzt auch mal weg erstmal. Da gibt es hier noch Bäcker, sorry. Wenn ihr wolltet, also dann habt ihr ja alles so rundum sorglos Paket, sage ich mal. Ne? Dann Bügel unten. Für diesen Rammschutzbügel, F-Liner, lackiert oder schwarz in dem Fall. Da gibt es verschiedene, die kennt man ja eigentlich, ne? Gibt es ja schon, haben wir schon oft genug gesehen, das Ganze. Hier haben wir kurz lackiert, lackiert, Version 3. Ne? Mit den Nebelscheinwerfern. Hier ist noch ein Slot zum Lampen anbauen. Template oder SCS-Kennzeichen ist hier mit am Start. Scheinwerfer gibt es Original LED, das Ganze auch noch in lackiert und in. Nee, machen wir so. Genau, da gibt es auch noch die Blende. Sagen wir dieses schwarze. In dem Fall finde ich fast noch ein Ticken besser. Gut, was haben wir noch alles? Es ist Haufen Zeug hier. Lackiert nochmal hier das Ganze oder Kunststoff, je nachdem. Ne? Ich sticht aber gar nicht so schlecht ab. Ich glaube, ich lasse es mal. Sieht gut aus, gefällt mir. Hier glaube ich auch nochmal lackiert. Ne? Schwarz, grün. Lasse ich jetzt mal. Lackiert bleibt. Und dann gehen wir mal ins Interieur rein. Das ist auch nur gesehen habt. Denn dann haben. Ach so, das haben wir schon gesehen. Ne? Da könnt ihr hier ein ganz normales Zeug noch anbauen von, weiß ich nicht, irgendwas halt einfach, ne, was halt hier so wollt. Ist hier halt auf alle Fälle möglich. Ne? Wimpel etc. pp. Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, Gardinen sollten auch gehen. Vor allen Dingen das von Wolli in dem Fall. Wann ist jetzt weiß? Ne? Warte mal. Ich geh mal gucken. Grün war es. Ne? Können wir mal was Grün nehmen hier. Grün, hier ist Grün. Geil. Sticht bestimmt voll geil ab. Warte mal, hier oben. Ein Slot. Dementsprechend für das hier. Aber hier haben wir leider keine. Ach doch, hier sind sie. Ja, das sieht bestimmt rattig aus. Dann muss ich gleich mal gucken. Dann. Mega. Genau, hier nochmal. Okay, gut. Sitze, glaube ich, genau. Hier die blauen. Schwarz Premium Exklusivsitze. Wird er da noch nutzen? Spiegel bleibt. Lass mal so. Hier gibt es noch einen Tisch mittig. Oder den großen. Oder nur Slots. Nehmen wir den kleinen. Hier kannst du auch noch was hinmachen. Ja, ich wollte schon mal Trustbuster-Pedale hier mit dem Tisch haben. Kaffeemaschine macht natürlich hier unten Sinn. Finde ich gut. Gut mitgedacht hier in dem Fall auch. Hier ein Tablet mit dran. LED-Stripe noch mit dabei. Gibt auch noch einen Steinschlagschutz. Kabinen-DLC. Und. Cool, oder? Also das mal nochmal zum Interieur hier. Da kannst du richtig ein bisschen was basteln, meine Damen und Herren. Aber ich schraube jetzt noch ein paar Lampen an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt zeige ich euch den LKW mal hier auf dem Parkplatz. Heute mal ein bisschen anders, weil wir gleich noch ganz kurz auf die Autobahn fahren. Ich will euch das mit den ganzen Sensoren noch mal kurz zeigen, dass ihr Bescheid wisst, was Basis ist. Jetzt wollen wir ganz kurz noch mal das Licht anschalten hier. Also die Auto ist sogar schon ein. Perfekt. Die Zusatzbeleuchtung. Denn Sanax gibt uns natürlich noch ein paar Lampen oben mit, unten auch noch ein paar kleine Duva-Lampen. Und die wollen wir uns natürlich anschauen. So, also LKW fertig gebaut, erstmal soweit. Sieht ganz toll aus. Man kann natürlich hier noch viel mehr dran rumschrauben. Das ist, glaube ich, klar. Ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, man kann hier auch ein bisschen durchs Menü durchscrollen, ja, wenn man das möchte. Das funktioniert. Dann haben wir noch, Navi, glaube ich, kann man ein- und ausschalten. Oder eine Kamera. Wobei ich mit der Kamera, das ist dieses Passenger Corner Kamera, die ist also quasi da drüben verbaut. Da gibt es ja extra das Ding. Wobei mir das noch nicht so ganz gut gefällt, weil ich hier einfach noch so dieses graue Ding im Bild habe. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Könnte dann in dem Fall, weiß ich gar nicht so genau, von was das kommt. Aber ist halt so. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Dann. Und zurück, gut, passt. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, entschieden für die Röhre ein bisschen grün und so, wegen dem Logo draußen. Dann mache ich jetzt noch kurz den Lichttest, dass ihr es einfach nochmal seht. Und dann schauen wir uns das mit dem Traffic an. Dann zeige ich euch das nochmal jetzt hier. So, also Licht, check, da haben wir schon, sind wir schon da. So sieht jetzt bei mir das Licht aus. In dem Fall auch die Scheinwerfer zu beachten, das Ganze. Na, da kann man auch hier dementsprechend das Fernlicht anschalten. Das sieht auch ganz schnieke aus.
toll, das Ganze. Blinker vielleicht nochmal hier zu erwähnen. Die sind hier, warte mal, ich mache das Licht aus. Unten, ne? Da. Auch hier an der Seite, Positionsleuchten, ne? Auch ganz mit dabei. Und dann hinten das Ganze. Arbeitsscheinwerfer oben, hinten, vorne, alles da, wo es hin soll. Gut, das zu dem. Im Interieur sieht das Ganze halt dann so aus hier. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier ein bisschen mit Gedöns eingedeckt, deshalb leuchtet es hier auch ein bisschen was nach was aus und sieht ganz toll aus. Jetzt kommen wir zum Update, beziehungsweise oh nicht zum Update, war vorher schon da, aber ich will es euch trotzdem nochmal zeigen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt hier mal Traffic 4 an. Überlege jetzt gerade, wir lassen es mal im dunklen Modus, passt mal auf, dann kann ich das vielleicht mal besser, dann sieht man es vielleicht auch besser. Trailer habe ich jetzt keinen dran, den brauchen wir jetzt auch nicht. Den lassen wir jetzt einfach mal weg. Und dann zeige ich euch das jetzt hier mal im dunklen Modus, wie das ist. Wenn ich jetzt hier blinke, seht ihr da? Das sieht schon mal gut aus, ne? Und hier im Spiegel habe ich natürlich gleich die Option. Passt mal auf, ich lasse sie mal ein bisschen vorbei. Fange jetzt an zu blinken. Und dann seht ihr hier im Spiegel, ne, das Rote. Also das vielleicht nochmal so zum Assistenzsystem hier, ne? Cool, oder? Und das funktioniert rechts dann genauso, ne? Das ist eh schon das, was SCS uns jetzt hier auch mitgibt oder an die Hand gibt. Leuchtet dann hier auch rot, wenn ein Auto vorbeifährt, ohne dass wir was machen. Da sieht man es rot. Zack, jetzt ist es wieder aus. Also richtig cooles Future hier. Genau, LEDs hier noch an der Seite und und. Also absolut mega. Ladet euch das runter im Steam Workshop, vielleicht ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Da könnt ihr auch nichts verkehrt machen und nichts falsch machen, meine Damen und Herren. Dass ihr da Bescheid wisst. Traffic aus. Licht wieder an, dass wir noch mal sehen, den Hobel hier. Dann würde ich sagen, erfreut euch an den Actros, ups, an den Volvo, Entschuldigung. Und dann ja, bastelt ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Also, echt cooler Mod. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Volvo FH 2022. In diesem Sinne, bis auf eure Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.